Hallo liebe Campingfreunde, willkommen hier aus dem Reisemobilzentrum Lörrach. Neben mir ist der Frank. Hallo. Den kennt ihr auch schon, ne? Von verschiedenen Videos, Messen etc. etc. Und ihr seht schon im Hintergrund, hier ist ein schönes neues Fahrzeug mit einem schönen Design innen vor allen Dingen. Design 6, ne? Genau. Das schauen wir uns jetzt mal an, ein Robetta Helios. Und ich bin hier, weil ich heute ein bisschen ein Update bekomme, Bullfänger etc. etc. Aber das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn nicht, blende ich es euch mal oben ein, das Video. Da zeige ich euch hier einen kleinen Umbau an meiner Schnauze und auch hier eine coole Zeltausstellung, wo ihr habt. Die haben wir jetzt. Wow, muss ich ja echt sagen. Ja, sehr groß. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, ich glaube Premiere. Hier könnt ihr verschiedene Vorzelte testen, anfassen für Wohnwagen, Wohnmobile und auch Kastenwagen. Ne? Und wir zwei testen demnächst ein Vorzelt in Slowenien. Aber heute ist das Thema? Machen wir den Helios. Helios, 6 Meter. Und mit einem richtig geilen Design. Ich würde sagen, guck mal den mal von außen an. Auch sofort verfügbar. Dadurch haben wir natürlich keine Preissteigerung mehr drin, der Preis steht. Und wir haben extra Silber gewählt, das werdet ihr gleich sehen. Warum? Aus dem einfachen Grunde, das hat ein bisschen was mit dem Interieur zu tun. Und dabei haben wir uns auch wirklich was gedacht und wir haben das Auto auch extra ein bisschen günstiger gestaltet. Dass wir auch eben mal eine gewisse Bandbreite einfach zeigen können. Das Fahrzeug steht im Moment noch ganz normal auf Stahlfelge. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, auf 18 Zoll zum Beispiel Borbit oder Irmscher umzurüsten, je nach Bedarf mit einem vernünftigen Reifen oder dementsprechend auch noch Verbreiterung dran zu machen, weil wir haben hier ein Leitchassis. Wir haben ein schönes Interieur gewählt, extra das Interieur 6, was sehr gut zur Außenfarbe passt. Oh ja, das sieht richtig cool aus. Und sehr, sehr edel ist. Gemasert, ne? In Silber. Ja. Ne? Sieht schön aus, abgestuft hier mit diesem grau-silbernen Furnier hier. Das noch mit der Außenfarbe natürlich. Ja. Kommt das super rüber. Ne? Ja. Absolut. Und man hat auch, wenn man reinguckt in das Fahrzeug, einfach, dass es schön hell ist. Trotzdem noch, weil man erstmal auf die helleren Sachen guckt, wie die Klappen oben, die grauen Sitzbänke. Ja, nehmen dann auch so ein bisschen was von dem dunklen Holz weg. Wir haben hier einen Citroen, Gangschaltung logischerweise, 165 PS. 165 PS, ein HDI 2,2 Liter und wir kosten hier bei 84,99, so wie er hier steht. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das gute Stück. Ja, wir gehen mal rein. Ich setze mich natürlich gleich wieder hier auf meinen Lieblingsplatz, logisch. Der Frank hat den Spruch schon erwartet. Ne? Ja, ja, genau. Ah, ich kenn das ja, hier ist es einfach herrlich. Ja. Wir sehen hier auch das Kahnfeld, Kochfeld, Spülbecken, genau, wie auch immer. Genau. Ne? Gibt es ja verschiedene. Und hier ist jetzt dieses drin. Ja. Einziger Nachteil an dem Kochfeld ist im Grunde genommen, dass du keinen Selbstzünder hast zum Anmachen. Das machst du dann wie gewohnterweise mit Feuerzeug. Aber das Schöne ist eben, dadurch, dass die Kochfelder weit auseinander sind, kann ich mit großem Topf und großer Pfanne zum Beispiel kochen. Das ist ein Riesenvorteil eben da drin. Und ich habe immer noch rechts und links ein wenig Ablage. Absolut. Mittlerweile gibt es ja auch schon, habe ich gesehen, bei manchen, die haben sich da eine schöne Ablage gebastelt. Ne? Mhm. Vielleicht kann ich das ja auch mal einblenden, also nebendran. Ne? Ja. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt hier dieses Fahrzeug. Genau. Aber wenn man ein bisschen Fantasie hat, wie der Frank zum Beispiel, ja, hier die Erweiterung für das Kochfeld, ne? Auch wieder mit schöner indirekter Beleuchtung. Das finde ich ja so klasse an den Fahrzeugen. Und auch, wie man es kennt, das sind R-Möbel. Ne? Ja. Das heißt, wieder recycelbares Material. Genau. PET-Flaschen. Genau, PET-Flaschen. Und das, was ganz wichtig ist, ich spare am Fahrzeuggewicht ca. 200 Kilo. Was natürlich auch gerade hier in Schweizer Grenznähe für unsere Kunden auch immer sehr lobenswert ist, weil dann haben sie einfach die mehr Zuladungsmöglichkeit, die sie benötigen, weil dort ist die Begrenzung mit den Führerscheinen ja auch nochmal eine ganz andere. Absolut. Und, wo legen wir hier ungefähr mit dem Gewicht, so wie er jetzt hier steht? 2860. 2860. Ne? Das ist schon eine Hausnummer bei den Kastenwagen. Ihr wisst, müssen wir natürlich immer irgendwie schauen mit dem Gewicht, da ist man immer irgendwo am Limit, ist ganz klar. Aber durch diese R-Möbel, das reißt schon raus. Ne? Kann ich ein Lied davon singen, Leute. Ganz klar. Ja, ansonsten, wir haben hier eine Dieselheizung drin. Genau, wir haben eine Dieselheizung, die Truma. Truma TP, das ist nicht die TP Plus, sondern das ist schon das Neue.
das neue Bedienpanel, was ich auch bei mir drin habe. Das ist echt eine coole Sache. Licht, sehe ich schon, ist ziemlich hell bei dir, aber das kann man auch wieder umstellen, damit man hier ein schönes Ambiente hat. Ich habe einmal die Möglichkeit, jetzt auf Ambiente Licht zu stellen. Ich kann es wieder hell stellen und ich kann auch die Helligkeit wie in allen Lampen im Fahrzeug dimmen. Auch hier natürlich logischerweise die schönen LED-Spots hier über dem Fahrerhaus, die nutze ich meistens hier zum Videoschneiden. Ne? Die kann man auch sehr schön runterdimmen. Dann macht das ein schönes, angenehmes Licht. Das ist hier überall standardmäßig schon drin im Robetta. Genau, genau. Dann habe ich überall unter den Schränken auch wieder die Touchlampen, ne? Dass ich eben gerade mal einfach nur gegenkommen brauche und schon habe ich die Schaltung. Genau, was ich auch cool finde, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie die Dinette gestaltet ist. Hier haben wir jetzt kein einklappbarer Tisch oder ein angehängter Tisch, sondern ein freistehender Tisch, ne, mit diesem Sockel hier. Mit Hubfunktion, den kann man runterstellen. Genau, 360 Grad verschieben, wie man es braucht. Kann den auch komplett aus dem Weg stellen. Das nutzen wir sehr oft auch, wenn wir zum Beispiel ein bisschen chillen mit der Akira oder wie auch immer. Also das ist schon eine coole Funktion und sehr stabil. Und ich kann eben in einer Höhe verstellen und kann ihn dann auch so weit runterstellen, dass man wirklich eine dritte Bettfunktion daraus machen könnte. Möbelbau ist natürlich das absolute Highlight bei Robetta. Logischerweise wird alles im Werk gebaut. Ich blende euch mal die erste Werksführung ein, die ich bei Robetta gemacht habe. Die zweite kommt jetzt demnächst, denn Robetta baut Robetta City, ne, zum Beispiel. Ja. Und da wird richtig geklotzt, kann ich euch sagen, aber dazu mehr in einem der nächsten Videos. Ne. Was bei Robetta, Frank, gar nicht der Fall ist, ist hier ein Skyroof zum Beispiel. Genau. Oder diese Coupé-Funktion, Gott sei Dank. Hat aber auch einen Grund. Der Grund ist ganz einfach, man isoliert das Fahrzeug nicht im Grunde genommen so gut aus und holt sich da oben wieder Kälte- oder Wärmebrücke rein. Das will man einfach vermeiden. Und dadurch ist es einfach so gestaltet worden, wie es jetzt ist. Was auch bei Robetta immer schön gemacht ist, sind die Verkleidungen und auch Elemente, wenn man Plastik und Kunstleder aufeinander stößt. Genauso auch wie die Seitenverkleidung, wo der Aki jetzt gerade dran ist. Einwandfrei verarbeitet. Sogar hier in der Säule drin. Genau. Da ist isoliert. Genau. Und das ist natürlich auch mit ein ganz, ganz großer Mehrwert von Robetta. Auch die Schiebetüre zum Beispiel, die ist auch komplett isoliert. Also das Fliegengitter einmal, ne? Klar, ja. Das kennt man. Aber eben auch die Schiebetüre, auch komplett isoliert. Die Robetta kennen, die wissen das, ne? Dass das auch sehr, sehr viel ausmacht vom Schall und von der Wärme und Kälteisolierung. Genau. Ne? Dann haben wir in das Auto das Bad Typ 4 reinbestellt. Was jetzt neuerdings in den neueren Fahrzeugen ist, ist auch hier oben nochmal eine kleine Ablage, die vorher nicht da war. Dann haben wir die Möglichkeit, das Waschbecken eben wegzuklappen und dementsprechend dann den Duschraum zu schaffen. Genau. Sogenannte Aki-Bad, sage ich immer. Ne? Das ist ja der Grund, warum ich überhaupt bei Robetta gelandet bin. Ne? Die länger zuschauen, wissen es. Robetta war immer ein Favorite von mir, aber die Bäder, mit denen konnte ich nicht viel anfangen, mit meiner Körperstatur. Und seitdem es Bad 4 gibt, ist es absolutes ein Träumchen, weil hier kann man wirklich sehr gut duschen. Mit dem Oberkörper hat man hier richtig viel Platz und alles HPL beschichtet. Genau. Und das ist wichtig. Das HPL hat einfach auch, ich mache das immer auch gerne auf Messen vor, ich kann das jetzt hier in dem Fahrzeug auch machen. Ich habe den Ring hier am Finger, du kannst da draufhauen, da passiert nichts. Da wird auch nichts passieren. Das ist so hart, die Beschichtung ist 0,6 mm stark, da passiert gar nichts. Unsere Steckdosen, einmal normale Steckdose, einmal 12-Volt-Steckdose, die diversen Schalter fürs Licht innen und außen zu schalten. Dann einmal noch die Vitrine, die wir hier schalten können, die man eben mit Gläsern bestücken kann. Und was ich in dem Helios sehr, sehr schön finde, ist immer wieder, wenn es den Schubladenkühlschrank hat, dass ich wirklich Schubladenkühlschrank, ich habe ein Gefrierfach hier oben drin und habe einfach die Möglichkeiten und ausreichend Möglichkeiten, Sachen mitzunehmen. Ich habe mir auch im Apollo ein klein wenig ein anderes Design, aber Kälte bleibt unten. Ja, die steigt, genau. nicht, die steigt genau. nicht nach oben und deswegen ist es natürlich energiesparend,
Zum einen, aber eben auch, ich finde es vom Design einfach auch genial. Ne? Ja. Ganz klar. Ja, das ist gut zu bedienen und ich kann da gut drauf zugreifen. Also, wir haben jetzt hier eine Liegefläche 1,84 mal 1,55 Meter. Selbst bei meiner Größe mit leicht diagonalem Liegen funktioniert das. Und haben zusätzlich zu dem einen Seitenfenster eben das andere Seitenfenster hier in das Fahrzeug mit reinbestellt. Und haben aber uns die Hecktürenfenster praktisch gespart. Dadurch ist die Hecktür auch komplett durchisoliert und habe da auch wieder die Möglichkeit, oder habe es einfach so von vornherein, dass der durch die Isolierung der Schutz, Wärmeschutz dann einfach besser gegeben ist. Dann haben wir oben in der Decke noch drin den Maxfan, Ventilation, die im Rechts-Links-Lauf gesteuert ist, was den riesen Vorteil hat, ich kann mir abends zum Beispiel die warme Luft vom Tage rausdrücken und habe die Möglichkeit, ganz einfach dann mir die kühle Luft reinzuholen, das auch gerne erstmal mit Volldampf. Kann ihn dann runterregeln bis auf 10 oder 20%, wo er völlig geräuschlos läuft und habe praktisch die ganze Nacht mit kühlerer Luft eine Umluft. Und man kann ihn im Regen laufen lassen, genau. Ne? Weil der ist so eingestellt, dass die Klappe, die ihr oben seht, oder das Dach im Prinzip geschützt vor Regen ist. Das läuft dann einfach ab, die Flüssigkeit. Und somit kann man den auch im Regen laufen lassen. Und das finde ich eine richtig coole Nummer, ja, weil auch im Regen kann es mal warm sein. Ja, ne? Genau, so ist es. Sachen, die dann noch reingebaut werden müssten oder sollten, auf Kundenwunsch, ist bei uns im Hause alles möglich. Schöne Auszugfach hier, wo meistens das Werkzeug integriert ist. Bei mir hat es jetzt meistens das Wasserequipment und Kabel drin gehabt. Ich habe den ganzen Bereich ja jetzt nicht mehr, kennt ihr ja. Aber das ist schon viel wert, wenn man hier so ein Auszugsystem hat. Hier noch die kleine Luke, um das Gas an- und auszustellen. Gas hier nur zum Kochen. Ne? Genau. Da braucht man wirklich, das braucht man wirklich sehr, sehr selten, je nachdem, wie man kocht. Bei uns hat es 2 Jahre gehalten. Genau. Ne? So also von dem her. So etwa ist es auch zu kalkulieren. Genau. Hier sitzt der Wassertank. Wir haben hier 125 Liter drin, sagte Frank gerade. Ne? Also auch recht ordentlich. Und natürlich, wie man es von Robetta kennt, jeder darf hier mal unterschreiben, ne? Der hier das Fahrzeug gebaut hat in Slowenien. Ne? Was auch schön ist im Kofferraum, wir haben noch die Airline-Schienen verbaut, wo ich sehr viel Zucht draufbringen kann und meine Sachen auch eben gut mit verstauen kann. Finde ich auch sehr wichtig. Ne? Kann man zum Beispiel auch ein Fahrrad mal schön fixieren, denn man kann auch das Bett hier zum Beispiel hochklappen. Ja. Dann hat man hier eine schöne Durchladeoption. Ja, Volo. Ja, man hängt das hier oben einfach ein. So, hier kann man das fixieren, zack, und schon hat man hier einen Umzugswagen. Ne? Den habe ich ja die letzten Wochen gebraucht. Ne? Ja, sehr schön. Ne? Und das ist eine tolle Möglichkeit. Ja. Was ich beim Frank jetzt selber, er fährt auch einen Robetta, gesehen habe, er hat diese Schleuse hier, auch eine coole Idee, die normalerweise vorne sitzt, wie hier, hat er einfach hier hinten eingebaut als Hundeklappe. Ne? Ja. Cool, wieso nicht? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Habe dann allerdings hier vorne ersatzweise ein Netz eingebaut, damit mir Sachen nicht nach vorne rutschen können. Habe allerdings auch noch zusätzliche Airline-Schienen integriert. Also wie gesagt, möglich ist vieles. Was auch sehr schön ist, was Leute gar nicht dahinter vermuten, ist dieses riesengroße Fach, wo man, wenn man sich die richtigen Boxen dazu kauft, am besten natürlich klarsichtige Boxen, damit man sieht, was drin ist, wirklich sehr viel reinkriegt. Also es ist gar nicht so, oder glaubt man erstmal gar nicht so wirklich. Und wohlgemerkt, wir sind hier im 6-Meter-Bereich. Ne? Ja. Herauszuheben auf alle Fälle auch die Matratzen. Also ganz ehrlich, das ist schon eine Hausnummer, ne? Darf man nicht vergessen. Also wenn man die Matratzen so drückt, wirken sie erst sehr weich. Wenn man aber mit der flachen Hand drauf geht, merkt man sehr wohl, was für eine Spannung da drin ist. Und ich bin kein Leichtgewicht, ich kann da super gut drauf schlafen. Also ich finde, da haben sie wirklich gute Materialien genommen. Absolut. Wer jetzt mehr erfahren möchte über Robetta, über die ganzen Fahrzeuge oder eben über die Campingausstellung, ja, die Zeltausstellung, einfach mal vorbeischauen auf der Homepage. Ich blende euch mal ein. Genau. Oder hier mal vorbeikommen beim Frank und beim Daniel. Gibt es auch lecker Kaffee, kann ich euch sagen. In diesem Sinne, vielen Dank. Alles klar. Leute, macht's gut.
Super, vielen Dank. Wir sehen uns in Slowenien wieder. Wir sehen uns in 14 Tagen in Slowenien. Und mir hoffentlich beim nächsten Video. Wenn ihr Bock habt, schaltet nächstes Mal wieder ein. Würde mich freuen. Und dann geht es ja auch schon bald auf große Reise. In diesem Sinne, bleibt gesund. Also, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hab sie. Okay, kann man die jetzt kaufen oder was? Ich komme hier nicht durch. Ganz schnell. Also, jetzt machen wir das einfach.